Ich habe ChatGPT gefragt, ob sie einen Südtiroler Dialekt kennt. Und das ist rausgekommen. Kannst du Südtirolerisch? Ja, klar. Ich bin einer von denen, die Norben von der Finsterbuben. Was kann ich dir helfen? Okay. Was gibt's heute zur Marende? Heute gibt's keinen Marendeplan, aber ein Brettli außen mit Speck, Käse und einem guten Glas Wein geht alleweil. Die KI weiß schon, was abgeht da in Südtirol. Was ist schlimmer? Lättige Salomon oder die Apehin? Ah, das ist eine schwierige Frage. Lättige Salomon ist ein bisschen geschmacklos, aber die Apehin ist ein klares No-Go. Da hab's es gehört. Was wurscht du dir, wenn dein Bub es weiße von Speck wegschneidet? Das war ja ein Skandal, aber jetzt mal im Ernst, das war wohl kein Grund zur Panik. Man kann ja halb noch den Rest vom Speck heißen. Was? Aber alles ist halt nicht das Gleiche. So, das war's von der ersten Episode von der KI auf Südtirolerisch. Was soll ich der KI das nächste Mal fragen? Schreib's in die Kommentare und ich stelle ihr enkle Fragen.